Am Donnerstag wurde vor 50 Gästen im Kamenser Museum der Westlausitz eine Sonderausstellung unter dem Titel Niemand kann den Mann höher einschätzen als ich eröffnet. Bis zum 28. Oktober können die Besucher im Erdgeschoss des Kamenser Malzhauses die 67 Ausstellungsstücke besichtigen. Anlass ist der 250. Todestag des Schriftstellers Johann Joachim Winkelmann, der zu Lebzeiten ein sonderbares Verhältnis zu Gotthold Ibrahim Lessing pflegte. In Kooperation mit dem Winkelmann-Museum Stendal erhalten Interessierte einen Einblick in die zahlreichen Schriften. Sie schildern den eigenartigen Austausch der beiden Gelehrten der Altertumskunde von großer Wertschätzung bis zur direkten Konfrontation. Der Eintritt ist im Ticket für das Museum der Westlausitz enthalten und kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.